Hi Leute, heute gibt es von mir einen Fashion Haul und zwar habe ich richtig viele Sachen bei ASOS bestellt und ich dachte mir, das ist eine richtig coole Inspo für euch für Black Friday. Ihr wisst ja, da könnt ihr richtig gute Angebote abstauben und zusätzlich könnt ihr auch noch sparen und deswegen hört hier ganz genau zu. Wer Ladyshops noch nicht kennt, sollte sich das definitiv mal anschauen, denn Ladyshops ist wirklich der europaweit größte Cashback-Anbieter mit über 3000 Shops. Das ist wirklich der Wahnsinn. Auch ASOS ist dabei. Das heißt, ich habe meine Bestellung direkt über Ladyshops bei ASOS getätigt und habe dann eben Cashback bekommen. Und je nachdem, wie hoch der Prozentsatz vom Cashback ist, was der aktuelle Cashback bei ASOS ist, kann ich euch auch hier direkt mal einblenden, bekommt ihr dann halt eben Summe XY wieder. Ich nenne euch jetzt einfach mal ein Beispiel und zwar bekommt ihr 20% Cashback bei ASOS, einfach mal als ein Beispiel. Und ihr kauft zum Beispiel für 100 Euro bei ASOS ein, das heißt 20% bekommt ihr von diesen 100 Euro wieder, das wären dann 20 Euro. Und dieses Geld hättet ihr ohne Ladyshops quasi einfach verschenkt, ihr hättet es niemals wiederbekommen. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall nutzen. Das ist komplett kostenlos und ich würde niemals mehr online eine Bestellung tätigen, ohne vorher bei Ladyshops geguckt zu haben, ob der Shop eben auch dabei ist. Und glaubt es mir, da ist wirklich jeder Shop dabei. Saturn, Mediamarkt ist dabei, also wirklich alles Mögliche. Auch meine Möbel, wo ich meine Möbel hier bestellt habe, habe ich auch Ladyshops benutzt und konnte da wirklich echt so viel sparen, weil einfach auf so 1000-Euro-Beträge einfach echt viel bei rumkommt. Und dieses Geld würdet ihr sonst eigentlich verschenken, wie gesagt, und würdet es gar nicht wiederbekommen. Und entweder könnt ihr das Geld auf diesem Ladyshops-Konto lassen, euch dann irgendwann auszahlen lassen, wenn ihr wisst, aha, ich habe ein Ziel vor Augen, ich spare auf etwas. Oder ihr zahlt euch das dann immer wieder aus und ich spare das quasi da drauf und wenn ich mir dann irgendwann was gönnen möchte von diesem Geld, dann mache ich das und das finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache und für mich, wie gesagt, gibt es keinen Online-Einkauf mehr ohne Ladyshops, weil das wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Plattform ist und da sind wirklich so viele Shops dabei, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, da ist wirklich gefühlt alles dabei, wo ihr auch immer shoppen geht. Und deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei, Anmeldung und so weiter. Also es ist alles kostenlos, also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Ich würde euch niemals irgendwas empfehlen, was irgendwie mit Kosten verbunden wäre. Und ich nutze es selber jedes Mal und gerade jetzt zu Black Friday, damit könnt ihr einfach noch mehr sparen. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Fashion Haul. Wie gesagt, ich habe alles bei ASOS bestellt und alles, was ich bestellt habe, zeige ich euch jetzt und ich werde es euch natürlich auch in die Infobox verlinken. Also schaut da auch vorbei, falls euch da irgendwie was gefallen sollte. Und ich weiß nicht, ob ich alles behalten werde, deswegen gucken wir da jetzt einfach mal zusammen. Und ich habe schon alles ausgepackt, hier auf den Stapel gelegt und ich würde sagen, let's go. Wir beginnen direkt mal mit diesem Cardigan hier. Das ist von ASOS Design, also von der Eigenmarke. Und der hat mir wirklich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Der ist ein bisschen kürzer. Also der ist jetzt nicht normal geschnitten, sondern schon so etwas cropped. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich meine High-Waist-Hose anhabe. Und auch der Stoff gefällt mir wirklich ganz gut, dieses flauschige, kuschelige. Und ich wollte unbedingt mal so einen Cardigan haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass er mir stehen wird. Ich werde euch natürlich alle Sachen, die ich euch hier zeige, angezogen zeigen und natürlich auch einblenden und dann eben im Nachgang entscheiden, ob ich es behalten werde oder nicht. Es geht weiter mit einem rosanen Pulli. Auch der ist so ein bisschen cropped. Ich weiß nicht, ob der mir so gefallen wird, weil der Stoff fühlt sich für mich ein bisschen komisch an und der ist von Another Stories und ihr wisst ja, die verkauft wirklich sehr, sehr teure Klamotten und irgendwie sagt mir dieser Stoff nicht so ganz zu. Ich kann ja auch mal gucken, was für ein Stoff das ist, aber irgendwie fühlt der sich so ganz komisch an und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, dass man darunter auch echt stark schwitzen könnte. Aber lass uns mal gucken, was für ein Stoff das hier ist. Wir gucken direkt mal. Also es ist 51% Baumwolle, 38% Nylon, 8% Wolle und 3% Elastan. Ja, eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber ich habe auch irgendwie... Ja, kratzen tut es nicht, aber ich weiß es nicht. Ich muss einfach mal gucken, wie der so sitzt und dann entscheide ich das. Weil irgendwie, ich weiß nicht, dieser Stoff ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja, wir machen direkt weiter mit einer Jacke, in die ich mich echt voll verliebt habe, muss ich gestehen. Und zwar sieht die Jacke hier so aus. Guck mal, die ist echt... total cool und das ist jetzt nicht so eine Jacke, die man einfach so drüber ziehen kann, sondern die ist wirklich sehr, sehr dick. Also die könnt ihr schon auch draußen einfach so tragen, wenn es mal ein bisschen kälter ist. Jetzt vielleicht nicht als Winterjacke, aber es ist auf jeden Fall eine Jacke, also eine richtige Jacke, weil die ist halt wirklich sehr, sehr dick, wie ihr sehen könnt. Und die hält bestimmt auch sehr warm. Und das ist jetzt ein Mantel quasi, also wie so eine Art Holzfällerhemd als Jacke, als längerer Mantel quasi. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das so an mir aussehen wird, wie das sitzen wird und ob mir das gefällt oder nicht. Aber ich nehme mal stark an, dass ich die behalten werde, weil ich habe schon sehr, sehr lange nach so einer Jacke gesucht. Boah, jetzt juckt es mich an der Nase, wegen diesem ganzen Staub. Aber ich habe tatsächlich keine irgendwie gefunden, die mir so zugesagt hat. Und die fand ich hier wirklich sehr, sehr schön. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie mir dann angezogen auch gefallen wird und dass ich sie behalten werde. Kommen wir zu einem Hausanzug, den ich ganz toll fand. Und zwar ist das hier so einer.
Der sieht irgendwie ein bisschen groß aus tatsächlich. Ich glaube, das ist auch, was für eine Größe habe ich denn da bestellt? Ja, eigentlich habe ich meine richtige Größe bestellt. Aber wir gucken mal. Das ist so eine Art Jogginghose, die aber auch so aus so einem Strickstoff besteht. Also, ja, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Jogginghosenstoff, sondern schon so etwas schicker, sage ich jetzt mal, durch dieses Strick. Und dazu passend gab es hier dieses Oberteil. Da muss ich echt sagen, das muss ich auch mal schauen, ob mir das so gefällt, weil das so einen richtig runden Ausschnitt hat. Das mag ich eigentlich eher nicht so. Aber vielleicht, wenn man das offen trägt, sieht das ganz nice aus. Deswegen muss ich mir das auch direkt mal angezogen anschauen und dann sehen wir da definitiv weiter. Ihr werdet es ja selber sehen an meiner Reaktion, ob ich das Teil gut finde oder eher nicht so gut finde. Weil ich werde das wahrscheinlich vom Handy aus dem Spiegel, im Spiegel vom Handy, mit dem Handy aus abfilmen, das wollte ich sagen. Und dann schauen wir uns das zusammen mal an. Aber ja, ASOS hat wirklich echt so, so schöne Sachen und ich habe auch gar nicht lange geguckt tatsächlich, sondern habe so die vorgeschlagenen Sachen so in den Warenkorb gelegt. Aber wenn man sich da wirklich intensiv Zeit nimmt und dann wirklich schaut, dann findet man da wirklich auch echt noch schönere Sachen. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht so krass die Zeit, sondern habe wirklich nur danach geguckt, was ich auch wirklich brauche und jetzt keine Outfits kombiniert, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, kommen wir zu einem Pullover, den ich schon anhatte und natürlich behalten werde, und zwar ist der von Mango. Der sieht so aus. Moment, ich zeige euch das mal. Ich fand den so schön, der ist auch richtig bequem und sitzt auch ganz toll. Der hat hier so einen Zipper oben und hat dann hier so zwei Taschen und der ist auch von der Qualität her und vom Stoff her wirklich auch sehr, sehr schön. Und ja, der ist auch cropped, der ist jetzt nicht lang, aber ich finde, das genau macht es halt besonders an diesem Pulli und der ist wirklich richtig, richtig toll. Den hatte ich auch schon an und da wurde ich auf Instagram tatsächlich auch vermehrt gefragt, woher der ist. Also der ist von ASOS und den habe ich, also von der Marke Mango, habe ich aber bei ASOS bestellt. Kommen wir zu einem richtig nicen Jogginganzug und zwar von Nike. Diese Farbkombis kennen wir ja bereits, allerdings aus dem Sommer. Da gab es ja mit Weiß, Gelb und ich glaube so hellblau. Und dieses Mal haben die jetzt so eine Farbkombi mit Erdtönen und dieses Nike-Zeichen ist in einem Roségold. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das muss ich haben. Ich erinnere mich noch leicht daran, dass ich damals auch diesen Jogginganzug bestellt habe, mir aber dann die Hose viel zu groß war. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Hose mir jetzt dieses Mal passen wird, weil die ist wirklich sehr, sehr groß, die Hose, und sehr oversized. Die habe ich jetzt auch in XS geholt, aber wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass mir dieser Anzug passen wird, weil ich habe mich sofort in diese Farben verliebt und das ist genau meins, mit diesem hellen Gelb, mit diesen Erdtönen einfach, so beige, braun, das sieht einfach so, so toll aus. Und wie gesagt, wir hoffen einfach mal drauf, dass mir das alles passt. Aber diesen Hoodie, der passt ja so oder so, egal ob der oversized wirkt oder sitzt oder nicht. Weil, wie gesagt, das kann man ja eh sowieso tragen. Aber bei Hosen achte ich wirklich sehr darauf, dass das jetzt nicht zu locker ist. Weil ich mag das nicht, wenn ich irgendwie dann laufe und so denke, meine Hose fällt mir gleich runter. Deswegen, da muss ich, wie gesagt, mal schauen. Aber beim Pulli bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, auch wenn die Hose nicht passt, werde ich den safe behalten. Weil der sieht echt so mega aus, ne? Auch diese Farbkombi allein schon. Dann geht es auch schon weiter mit so einem Pulli hier. Den kannst du dann hier so aufknöpfen, schaut mal. Hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, gefällt mir der Stoff nicht so ganz, weil ich ein bisschen Angst habe, dass man, wie gesagt, darunter auch so schwitzt. Aber wenn er gut sitzen sollte, werde ich den trotz alledem behalten, weil ich habe wirklich schon sehr lange so einen coolen Oversize-Pullover gesucht, wo der hier so eine Knopfleiste hat und der einfach so ein bisschen lockerer sitzt und nicht so schick. Ja, wie gesagt, Qualität jetzt nicht die beste, ist auch von ASOS Design, aber die sind jetzt auch nicht so krass teuer. Also vom Material her jetzt nicht die beste Quali, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön. Ja, wie gesagt, wenn er gut stehen sollte, wird er auch definitiv von mir behalten werden, weil ich halt sowas schon echt lange gesucht habe. Dann geht es weiter mit einem weiteren Cardigan. Der ist cropped und ich fand den irgendwie richtig, richtig süß. Der ist von Hollister. Ich war früher immer so, so viel bei Hollister einkaufen, unter anderem auch meine Jeans und Hosen und so. Und ja, die haben meiner Meinung nach auch wirklich echt tolle Sachen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie mir das jetzt hier stehen wird oder sitzen wird, weil ich echt schon lange nichts mehr bei Hollister gekauft habe. Aber die haben wirklich eine super Qualität und ich finde die echt mega. Und auch das Zopfmuster hier gefällt mir sehr, sehr gut. Dann geht es weiter mit einem weiteren Cardigan in bunten Farben. Irgendwie hat es mir das angetan, aber ich muss einfach mal schauen, ob das dann in Wirklichkeit auch so wirklich mein Ding ist. Das Ganze ist von New Look und der Stoff ist jetzt auch nicht kratzig. Ein Glück, da achte ich ja immer sehr drauf. Ich kann das absolut nicht abhaben, wenn irgendwelche Stoffe mich kratzen oder wenn das Wolle ist oder so. Das kann ich gar nicht anziehen, Leute. Das ist ganz, ganz schlimm für mich. Aber ja, ich finde die Farbkombi einfach so schön, ne? Irgendwie winterlich, aber erinnert doch so ein bisschen an den Sommer, ne?
So, jetzt zeige ich euch Schuhe, wo ich mich wirklich sehr drauf gefreut habe und die schon direkt anziehen wollte. Allerdings musste ich sie sofort wieder ausziehen. Es geht um diese Boots hier und wie ihr seht, das ist auch schon das Problem. Man macht sie hinten an der Ferse zu. Und ich habe jetzt Größe 37 bestellt, das ist auch meine ganz normale Größe. Und so sehen die übrigens auch aus. Also manche würden jetzt sagen, oh Gott, die sehen furchtbar aus, aber ich finde die absolut toll. Und wollte unbedingt Schuhe in dieser Farbe hier haben. Allerdings ist es halt eben so, dass man die hier hinten zumachen muss. Und mir das eigentlich auch passt, der Schuh, also 37 passt mir. Aber sobald ich dann hier hinten das Ganze zumache, drückt das total und dieser Reißverschluss stört einfach. Deswegen, falls ihr diese Schuhe schön finden solltet, würde ich euch wirklich empfehlen, eine Nummer größer zu bestellen, weil die wirklich ja, hier hinten zu verschließen sind. Und wenn man auch mal dicke Socken anzieht, würden sie ansonsten nicht passen. Was mir auch aufgefallen ist, der Reißverschluss lässt sich halt leider nicht gut schließen hinten. Wie gesagt, eventuell bestelle ich nochmal eine Nummer größer, um mir das Ganze nochmal anzuschauen. Weil diese Schuhe haben es mir echt angetan, die wären auch echt bequem, wäre das hier hinten nicht, ne? Also wie gesagt, nur ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr die haben wollt, würde ich echt eine Nummer größer bestellen und dann habt ihr hier halt auch nicht diese Schmerzen hinten, weil bei mir saß die Ferse halt genau da und dann hat das hier so gedrückt und ich dachte mir so, nee, keine Lust auf Blasen. Aber an sich sind die Schuhe halt wirklich einfach nur wunderschön, meiner Meinung nach. Ich weiß, es ist Geschmackssache, aber ich fand die echt so toll, ne? Schade. Dann habe ich mir noch einen Cardigan bestellt von ASOS Design. Ist einfach so ein brauner. Ist jetzt auch nichts Besonderes, aber ich fand den irgendwie ganz cute. Auch die Farbe. Und genau, ist einfach mal so ein Basic, was man eigentlich im Kleiderschrank haben muss. Und so Brauntöne passen jetzt auch gerade so echt gut zum Wetter. Dann habe ich mir einfach noch so einen ganz normalen weißen Pullover bestellt. Der ist von der Marke auch ASOS Design. Wie ihr merkt, ich bin auf der ASOS-Eigenmarke hängen geblieben. Und das ist einfach so ein ganz normaler Oversized Pullover, der hat hier einen Rollkragen und hat hier auch Oversized Ärmel. Und der sitzt bestimmt ganz locker gechillt und ich brauchte einfach mal so einen ganz normalen, stinknormalen, weißen Rollkragenpullover. So, wie ihr seht, mein Stapel hier häuft sich und ich habe tatsächlich noch ein einziges Teil, was ich euch zeigen kann. Und das ist dieser Blazer hier. Der ist von Fort Reckless Tailored Collection. Den habe ich in Größe 34 bestellt und ich könnte meinen, der war auch echt ausverkauft. Also da waren nur noch zwei, drei Teile. Vielleicht haben die ja wieder aufgestockt, weiß ich nicht. Also zumindest in meiner Größe. Und ich habe mich in diesen Blazer irgendwie voll verliebt, weil das hier so ein Cord-Blazer ist. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Aber ich habe schon echt lange nach sowas gesucht tatsächlich. Und ich dachte auch, dass diese Schuhe eventuell dazu passen könnten. Aber irgendwie, ja, sagt mir das von der Farbe jetzt nicht so ganz zu. Aber ich wollte unbedingt so einen Blazer hier haben und jetzt habe ich ihn und ich hoffe, dass er gut sitzen wird und mich nicht enttäuschen wird. Ja, das war es dann auch schon mit dem Fashion Haul. Ich hoffe, es waren ein paar Teile für euch dabei, die euch vielleicht auch gefallen. Ich werde jetzt mal schauen, was ich davon behalten werde und was nicht. Aber ich glaube, ihr werdet es schon in meiner Reaktion sehen, wenn ich die Sachen anprobiere und dann für euch abfilme, ob das was ist oder eben nicht. Und ja, wie gesagt, vergesst auf gar keinen Fall, euch bei Lady Shops anzumelden. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ihr Geld sparen wollt, jetzt nicht nur an Black Friday, sondern auch in Zukunft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!